Hallo Lieben, hier ist Maxi von Maxis Messer Podcast. Heute sprechen Christian und ich über das Mystery Knife. Christian, hast du es? Hast ja, du schon? Hast ja. du schon geöffnet? Ich habe da so ein Paket von dir bekommen. Liegt jetzt auch schon eine Weile hier bei mir rum und jeden Morgen, wenn ich in mein Arbeitszimmer komme, dann muss ich immer so einen ganz großen Bogen um das Paket machen, um das nicht vor lauter Neugier doch aufzumachen. Aber bis jetzt konnte ich mich zurückhalten. Mhm. Also du weißt nicht, was drin ist? Ich habe keine Ahnung. Ich habe heute wieder mal so einen Underdog rausgesucht, den ich dir geschickt habe, den du wahrscheinlich noch nicht kennst, das, hoffentlich. Das kann gut sein. Also die Schachtel ist auch, also es kann kein Riesenmesser sein, weil die, du hast es mir in einer Daily Customs Schachtel geschickt. Also für alle Zuhörer, das wäre dann so von der Länge wie ein sehr großes Victorinox, also so 10, 12 Zentimeter lang. Also wirklich eine kleine Pappschachtel und es ist auch sehr leicht. Vielleicht habe ich es auch auseinandergeschraubt. Und mir einen Haufen Einzelteile geschickt. Ja, genau. Ja. Ja, ich habe es bewusst jetzt nicht in der Verpackung des Herstellers das geschickt. Das wäre auch noch so ein bisschen. Das wäre dann auch nicht spannend. Mehr so Mystery, ja. Ja, was ist ich kann, das? Ich kann es mal, also so klingt es, wenn ich die Verpackung schüttel. Naja, habe schon mal Besseres gehört. Aber es ist jetzt auch, also es klingt jetzt nicht wie ein Sack Nüsse. Ach so, ja. Meinst du, ich soll es mal aufmachen? Ja, bitte, bitte. Ich bin gespannt. Öffne. Also ich weiß ja, was drin ist, aber ich bin auf deine Meinung gespannt. Ich sehe ein Preisschild, da kommen wir gleich nochmal zu. Und dann sehe ich ein USB-Stick. Aha. Ein Messer. Ein CRKT Scribe Black. Aber du hast erst im ersten Moment gedacht, oh, USB-Stick. Im ersten Moment habe ich gedacht, oh, Maxi hat einen USB-Stick von 1998 beim Aufräumen gefunden. Als USB-Sticks noch sehr groß waren und eine Ladekapazität von 12 MB hatten. Ja. Und 400 Euro gekostet. Und 400 Euro gekostet. 400 Mark. ja, Mark, genau, richtig. Ja, krass. Das habe ich tatsächlich noch nie gesehen. Das ist... Scribe steht ja, ist ja Englisch und heißt auf Deutsch schreiben. Ah, okay. Es könnte, ein USB-Stick ist die eine Sache, aber es könnte, es erinnert auch sehr an einen Textmarker. Stimmt. Voll. Das ist die Idee dahinter. Sogar eigentlich also noch eigentlich jetzt auch, wo du sagst, noch mehr als der USB-Stick. Stimmt, das ist echt wie ein Textmarker. Ich schiebe mal kurz die Zahlen, Fakten, Daten rein. Wir haben eine Gesamtlänge von 10,5 cm. Das ist ein Fixed. Die Kappe, die also auch beim Textmarker ähnlich die gleiche Dimension hat, kannst du abnehmen. Darunter verbirgt sich eine 4,4 cm Klinge aus CRKT, ich sag mal typischen 5CR, 15 MOV Stahl, Klingenstärke 2,6 mm, Gewicht 26 Gramm. Nichts. Und es hat einen Clip. Es hat einen Clip. Und es ist, also man kann sich das wirklich so vorstellen, wie, also jetzt stellt euch mal einen Textmarker vor und dann ziehst du die Kappe ab und dann ist da einfach kein Textmarker, sondern ein Messer. Also das trifft es eigentlich ziemlich genau. Und es, nur, dass es viel flacher ist als ein Textmarker. Also ist so... Ja. So lang wie ein Textmarker und so flach wie ein USB-Stick. Und du kannst die Kappe hinten draufstecken und den Griff verlängern. Ich gehe kaputt. Ja. In der Gut, Tat. Ne? Das ist und so was geil. Ich jetzt noch nicht erwähnt habe, ist hinten ist auch so eine Art Lanyard-Hole. Aber das ist so... Genau. Ja, so eine Öse, ne? Und auf diese Öse, die so übersteht, steckt man dann die Kappe. Und dann hat man einen richtigen Griff. Das ist pfiffig. Sieht auch sehr, sehr dezent aus. Also Textmarker halt, kannst du auf dem Bürotisch liegen lassen, kannst in die Hemdtasche stecken. Auf jeden Fall. Trägt nicht auf. Das ist ja cool. Designer ist übrigens TJ Schwartz. Schwartz, kennst du? Schon mal gehört? Schwartz. Schwartz, sagen ja die Amerikaner. Schwartz. Ja, das sagt mir tatsächlich was. Aus irgendeinem Zusammenhang habe ich den Namen gehört, aber ich komme jetzt nicht drauf.
Ja, ich glaube, ich gebe dir ein paar Hinweise, dann kommst du drauf. TJ Schwartz kommt aus Plymouth, Idaho. Es ist übrigens 50 Meilen von Boise entfernt. Boise Daher. ist ja, Ja, genau, Chris Boise ist Reeves. ja Home of Chris Reeve Knives, aber auch von König Knives. Richtig. Und TJ wollte in der Highschool Autodesigner werden oder hat auch Autos designt oder gezeichnet. Hat dann, glaube ich, auch ein Studium in die Richtung gemacht. Und dann hat er seinen Freund Bill König kennengelernt. Und das hat es verändert. Er ist gewechselt 2013, glaube ich, aus dem Autodesign in die Messerdesign-Branche. Ich meine mich auch dunkel zu erinnern, dass TJ Schwarz für Bill König Messer gefertigt hat. Genau. Vollkommen ohne, also was heißt vollkommen ohne Erfahrung, er hatte seine Erfahrung, aber er hat direkt dann dieses König Arius, Stimmt. Für ist glaube Bill. ich eins der ersten, Ja. und das Zenaida, heißt das glaube ich in Englisch, Zenaida geschrieben oder so mit Z. Das ist ja ein Messer komplett ohne Schrauben, Okay. hat er auch für König designt. Und was ich auch nicht wusste, dass er die Flytanium Scales für Scriptalion designt hat. Ah, und ich glaube, und da ist dann, ich glaube, über Bill König ist dann wiederum die Connection zu Chris Reeve, weil Bill König und Tim Reeve, glaube ich, befreundet sind. Genau, Und es da genau. immer mal wieder so Mini-Kollaborationen auch gibt. Neulich gab es, glaube ich, mal irgendwie so eine Miniserie von einem Reeve und einem König Knife, was man dann so in so einem Package kaufen konnte. Die machen coole Sachen zusammen. Okay, und Ja, ja. jetzt also von CRKT das Scribe. Er hat schon mehrere Messer für CAKT Design. Der ist, glaube ich, Ah. exklusiv, soweit ich das sehen kann, mehr oder weniger bei CRKT. Baut aber auch eigene Customs. Okay. Genau. Ja. Das ist echt ein, also das ist ein pfiffiges Teil. Also das ist wirklich so, vielleicht ist das so ein bisschen das ultimative, ich überlege gerade, wie man das ausdrückt, so. Also wenn ich mir jetzt in meinem Hauptjob mein Büro vorstelle und das Teil hätte ich, also ich habe da so eine kleine Ablage, da habe ich so allen möglich, sowas wie einen Anspitzer, Radiergummi, ein paar Notizzettel, einen Schlüssel für meinen Aktenschrank und sowas. Und wenn ich das Teil jetzt da drauflegen würde, das würde kein Mensch als Messer identifizieren. Also das wäre jetzt wirklich, das wäre, also das sieht ja aus wie fürs Büro eigentlich gemacht. Also ja. Ja, also ich meine, 4,4 cm Klingenlänge, das ist halt super, um Pakete zu öffnen, Briefe zu öffnen. Ja. Boah, wobei, Ja, klein. damit kannst du auch mal irgendwie, ich weiß nicht, also damit könnte man vielleicht sogar noch einen Apfel schneiden, wenn der Ja. Apfel jetzt, also eine Wassermelone will ich damit jetzt nicht klein machen. Wobei, können wir das als Challenge mal ausprobieren? Bitte, bitte. Also, wir können das ja hiermit aufrufen an unsere YouTuber da draußen. Ja, genau. Wir schicken euch ein Kommentiert gerne. CRKT, wir schicken euch ein Ja. CRKT Scribe und ihr macht ein YouTube-Video, wie ihr eine Wassermelone damit Ja. zerkleinert. Das Messer muss hinterher aber noch auffindbar sein. So die Bedingung. Ja. Ja, da hätte ich schon mal Lust. Ja, auf jeden Fall, sehr gerne. Achso, zum Preis, Christian, habe ich gerade nicht auf dem Zettel, aber es Ja. ist, glaube ich, relativ Ist, günstig. Also es ja, das war das, also als ich das aufgemacht habe, kam mir als erstes sprang mich der Preiszettel an. 24,95 €. Das ist Ja, super. jetzt echt nicht die Welt, ne? Ja. Also ich sag mal, ich habe jetzt gerade noch mal hier diese Kappe auf das Griffende gesteckt. Also ich sag mal, schnitzen würde ich damit jetzt nicht. Also das ist wirklich, das ist eine reine Steckverbindung. Da ist jetzt kein Mechanismus oder so. Aber so Ja. fürs Büro, mein Gott, das reicht locker. Und die Kappe, wenn man die vorne, also auf die Klinge steckt, das rastet irgendwie. Das ist so ein, ah, da ist so ein kleiner Einrastenmechanismus eingefräst. Das ist pfiffig. Da ist in der Klinge, auf dem Ricasso ist so eine kleine Kerbe und da rastet dann diese Kappe ein. Das ist ganz cool gemacht. Ja, es ist ja auch dieser CRKT-typische Kunststoff, den Sie verwenden. Ja, so mit so einer, ja, Carbonoptik würde ich jetzt sagen, ne? Genau. Ja. Also keine Kydex oder Nee. ähnliches. Nee, das ist aber, Und das sieht modern. Ich würde das so als modernes, nüchtern modernes Design beschreiben. Ja. Genau, der Clip ist schön breit, sitzt schön stramm, also für die Hosentasche.
Kann man auch abschrauben, wenn man das jetzt nicht braucht, dann wird das Teil wahrscheinlich so nochmal um die Hälfte leichter. Ja. Wobei ich nicht weiß, ob dann diese Lanyard, doch, die wird wahrscheinlich irgendwie da. Ach nee, Quatsch, die gehört ja zu der, die ist, also ich überlege gerade, hinten ist ja diese Lanyard-Hülse. Die ist dann wahrscheinlich Teil der Klinge, dass das so durchgehend gemacht ist. Cool. Umsetzen kann man den Clip nicht, ne? Nee. Aber ich glaube, der Clip ist jetzt hier auch nicht das Nee. zentrale Ding. Also, wenn es meins wäre, ich würd den wahrscheinlich einfach abschrauben und mir das Teil so in meinen Stiftehalter legen. Ja, aber ich würde den Textmarker noch ein bisschen markieren, damit du dich nicht verlaufst Zack. und das Buch durchschneidest. Ja, stimmt. Nee, cool, gefällt mir gut. Cooles Teil, coole Idee und zu einem sensationellen Preis. Ja, übrigens gibt es das auch theoretisch im D2-Stahl, aber das ist leider und Blackout, also komplett schwarz, Für den ist taktischen leider, Schreibtisch. ja, ist Also leider CRKT-exklusiv. wenn du, sagen wir mal, du bist Navy SEAL und musst nachts an deinem Schreibtisch geheime Missionen durchführen, dann brauchst du die Blackout-Version. Sonst nicht. Nee, nee, nee. Schreibtisch Ninja. Genau. Ja, aber das ist leider ein CRKT-Exclusive. Ich finde es ein bisschen schade, dass sie das halt so anbieten, weil ne, wir hören öfter die Forderung, oh, lass doch mal wenigstens ein D2 oder mal ein bisschen Stahl-Upgrade. Aber da ist leider CRKT immer noch so ein bisschen 80er Jahre unterwegs, würde ich sagen. Aber ja. Na, vielleicht kommt das ja noch. Ich denke auch. Ja, Ja. gefällt mir unterm Strich gut. Cooles, pfiffiges Design. Kann man nicht anders sagen. Sehr super. Ich wollte noch gerne die Chance nutzen, was zu einer unserer letzten Folgen zu sagen. Und zwar hieß die Folge, hieß EDC und Pocket Trash. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnern könnt, das war so eine etwas gelöstere Stimmung. Immer wenn wir das Wort Messer gesagt haben in dem Podcast, musste jemand was trinken. Also es ging um alles außer Messer in dieser Folge. Und also wenn du mal Lust hast auf etwas weniger anspruchsvolle Unterhaltung, kann ich dir diese Das Folge können wir auch. empfehlen. Verlinke ich nochmal unten rein, in den Shownotes oder auf YouTube in der Beschreibung. Und wir haben dann auch das Feedback bekommen von Dirk. Liebe Grüße raus an Dirk, was wir zweimal vergessen haben, etwas zu trinken. Also zweimal ist das Wort Messer gefallen und wir haben nichts getrunken. Wir Ganz schwach. nähern uns der Sache an und werden diese Folge hoffentlich sehr bald in eine zweite Episode gehen und da werden wir noch mal nachtrinken. Da lassen wir uns nicht lumpen. Da sind wir schon sehr streng. Dann ist die Folge sehr gut angekommen. Ich hatte da so ein bisschen Bedenken. Und vielen Dank für eure positiven Kommentare. Und noch eine Korrektur. Wir hatten ja in der Folge halt, dass unsere EC-Welt so ein bisschen mit der John Wick-Fantasy-Welt, ich sage jetzt Fantasy in der John Wick-Welt, so ein bisschen ist das, in der John Wick-Welt gibt es Coins. Und diese Coins, so haben wir das gesagt, sind außerhalb dieser Welt nicht von Bedeutung. Aber du kannst in der John Wick-Welt, kannst du viele Sachen kaufen. Zum Beispiel gibt es da so ein Continental Hotel, da kannst du dann übernachten. Das heißt, du bekommst da den Schutz Okay. und das bezahlst du mit so einer Coin. Und wir haben halt gesagt, dass diese nichts wert ist. Das ist natürlich falsch. Die ist aus reinem Gold. Das nochmal zur Korrektur. Also die komplette Münze ist aus Gold. Genau, wir haben die Also John so Wick eine Münze richtige damals mit Massiv. dem. Ja, es ist eine Krass. reine Goldmünze, aber es ist ja auch ein Film. Also ich glaube nicht, dass die Requisiten da wirklich aus echtem Gold sind. Aber wir haben sie damals mit der Sam-Münze verglichen. Sams Münze ist in unserer Welt sehr wertvoll, wie wir an dem Beispiel erklärt haben, aber halt eben nicht so wertvoll wie die John Wick-Goldmünze. Ich kann mich jetzt ja bei unseren Hörern mal so richtig zum Löffel machen und mich outen. Ich habe nicht einen John Wick-Film gesehen. Vielleicht können unsere Hörer mal sagen, ob ich das tun sollte oder ob ich mir das sparen kann. So, ich habe jetzt Also hier so eine ich muss bewusste sagen, Pause gelassen. Ja, Christian. ich weiß gar nicht warum. Also ich meine, der Film ist ja so in dieser Ja. EDC- und Messerszene total omnipräsent. Ich Das weiß bin ich auch einfach nicht, nicht so warum. ein.
Ja, ich bin nicht so ein Riesenfan von Keanu Reeves, muss ich jetzt gestehen. Doch, stopp. Ich finde Keanu Reeves als Typ super cool. Also der Typ scheint mir ein cooler Dude zu sein, hat ja auch früher in einer Hardcore-Band Bass gespielt und gilt ja als so einer der coolsten Typen in Hollywood. Aber ich finde, nach Matrix kam filmmäßig nicht mehr so mega viel Gutes und auch so seine schauspielerische Leistung in Matrix kann man jetzt diskutieren. Aber vielleicht muss ich wirklich den John Wick-Film mal eine Chance geben. Auf jeden Fall solltest du. Also, wie seht ihr das? Kommentiert gerne. Ich bin Ich weiß nur, dass gespannt. er hat ein Microtech-Knife, glaube ich, ne? Ja. Danach will ich wahrscheinlich ein OTF haben. Ja, möchtest du? Ah, schade. Kann ich die Filme vielleicht auch nicht gucken. Ja. Ja, cool. Genau. Lasst uns gern wissen, wie ihr John Wick findet und ob Christian den unbedingt schauen muss. Und Ja, dann bitte. ist mir aufgefallen, Christian, man kann uns jetzt auf Ja. Spotify bewerten. Also über die Handy-App. Ich gehe kaputt. Und wir haben auch schon einmal 5 Sterne bekommen. Ja, ich Wow. war. Ich habe uns selbst bewertet, Das ist ja der Wahnsinn. aber wir haben schon 5 Sterne bekommen. Also, aber ich gebe es zu, es war von mir. Ich weiß aber nicht, ob man. Ach Also, ich glaube, man sieht da so. nicht, wie Ja, viele egal. Bewertungen wir bekommen haben. Hauptsache 5 Sterne, egal von wem. Ja, stand auch noch da. Ich gehöre zu den Ersten, die diesen Podcast bewertet haben. Ja. So wie das war es auch schon, ne? Ich Das war's schon. hoffe, du hast uns jetzt auch schon bewertet, Christian. Mach ich gleich. Übrigens haben wir Geh gleich auf Spotify. auf iTunes auch schon 20 Bewertungen. Echt? Das find ich schon sehr, Du sehr hast cool, uns sehr, sehr 20 krass. Mal auf iTunes bewertet. Das war ich, das war ich nicht, Okay. aber auch nur, weil ich nicht weiß, wie es geht. Okay. So, alles klar, ihr Lieben. Bis bald. Macht's Tschüss. gut.